Ich heiße Angela, hallihallo. Ich lade dich ein zu meiner Show. Meine Freunde kommen auch dazu. Oh, leider auch die Nini-Kuh. Zeige ich euch Geschichten, da bin ich der Star und nicht die doofe Nanette Manoir. Heute macht's ausnahmsweise richtig Spaß, in die Schule zu gehen. Weil wir heute nämlich gar nicht zur Schule gehen, sondern in den städtischen Zoo von Tapwater Springs. Und alle sind schon ganz aufgeregt. Naja, alle außer Johnny Abati. Der nicht, weil ihm sein Onkel Nicky nämlich gesagt hat, dass der Zoo ganz schön öde ist. Johnny Abati, du weißt doch, dass dein Onkel sich öfter mal irrt. Aber diesmal nicht. Siehst doch positiv, Johnny Abati. So ein öder Ausflug in so einen öden Zoo ist immer noch besser, als den ganzen Tag öde in der Schule rumzusitzen. Und keine Schule bedeutet keine Schulaufgaben. Mrs. Springs, da dies ja eine schulische Veranstaltung ist, brauchen wir doch eine raison d'être. Das ist französisch und heißt Schulaufgabe. Ach, Nanette, dein Timing ist wirklich erstaunlich. Kinder, um euren zoologischen Horizont zu erweitern, wird jeder einen Bericht schreiben. Aber Nerf-Ninny und die Brinks schaffen es sogar, einen perfekten Ausflug zu versauen, weil wir jetzt nämlich alle was lernen müssen. Wenn wir im Zoo ankommen, wählt ihr euch alle ein Tier aus und schreibt dann 5 Dinge auf, die ihr an diesem Tier beobachtet. Wenn ihr euren Bericht fertiggestellt habt, erhaltet ihr einen wertvollen Essensgutschein für einen der leckeren Imbissstände, die unser Zoo zu bieten hat. Jetzt ist unser versauter Ausflug schon ein bisschen weniger versaut, weil man mit so einem wertvollen Essensgutschein an so einem leckeren Imbissstand ganz schön abräumen kann. Keine Aufgaben, sagst du, hä? Ach was, Johnny Abati, das ist doch nicht so schlimm. Wir müssen bloß einem Tier zugucken, wie es 5 Sachen macht, die Sachen aufschreiben. Und dann können wir in Ruhe den Tieren zugucken. Und so viele Corndogs in mich reinstopfen, bis ich platze oder der Essensgutschein aufgebraucht ist. Ich begrüße euch im städtischen Zoo von Tapwater Springs. Ich bin Agnes, die Zoowärterin. Und wer von euch freut sich schon auf die Elefanten, die Gorillas, die Rhinozerosse? Ja, tja, Kinder, leider haben wir sowas nicht zu bieten. Für die Zukunft merken wir uns, dass Johnny Abatis Onkel Nicky manchmal durchaus recht hat. Aber wir haben immerhin... Taylor war das erste Tier hier in unserem Zoo. Wir wollten eigentlich noch mehr exotische Tiere hier haben. Aber die Finanzbehörde hat leider den Finanzbedarf für die Fütterung solcher Tiere stark unterschätzt. Also mussten wir unsere Ansprüche etwas reduzieren. Mrs. Springs, wer darf den Bericht über den Löwen schreiben? Ich würde nämlich gerne... Mrs. Springs, der Löwe ist doch solch ein edles Geschöpf. Anmutig, elegant, geradezu königlich und darin mir nicht unähnlich. Es wäre doch schade, wenn jemand einen Bericht über den Löwen schreibt, der sein wahres Wesen nicht versteht. Wie war, in der Tat. A kommt vor N. Das heißt, dass aus der umgekehrten alphabetischen Reihenfolge der Vornamen klar hervorgeht, dass Nanette Manoir als Erste wählen darf und Angela Anaconda als Letzte. Vielen Dank, Mrs. Briggs. Mal sehen, welches Tier soll ich wählen? Ich glaube, ich nehme den Löwen. Dass du die letzte Wahl hast, tut mir leid, Angela Anaconda. Also, so wie ich das sehe, Gina Lash, bin ich eigentlich ganz zufrieden, weil nämlich das Wiesel für mich übrig geblieben ist. Und Wiesel finde ich ziemlich cool. Ich frage mich, warum das sonst niemand wollte. Das ist schon Pech mit dem Wiesel, Angela Anaconda. Was denn? Was ist denn mit dem Wiesel? Hör mal, Angela Anaconda. Hier steht, dass seit 1987 niemand das Wiesel zu Gesicht bekommen hat. Oh Mann, das gibt's doch nicht. Arme Angela, wartest du immer noch? Also mein Bericht war unglaublich einfach. Ich habe ihn in Gedichtform geschrieben, im Stil von Baudelaire. Oh, ich liebe französische Lyrik. Und ich liebe französische Poesie. Wir haben unsere Berichte über Polly 1 und 2 geschrieben. Die geklonten Schafe. Achtet nicht auf sie. Sie ist nur neidisch, weil sie hier den ganzen Tag lang warten muss, bis das Wiesel rauskommt. Während wir unsere Saucissons verzehren. Das ist französisch und heißt Corn Dogs. Ich bin gar nicht neidisch, weil ich nämlich überhaupt nicht den ganzen Tag lang hier warten muss. Irgendwie werde ich dieses Wiesel schon rauslocken. Komm, Wiesel, Wiesel, Wiesel. Gina Lash, bist du schon fertig mit deinem Goldfischbericht über den Goldfisch? Ich wusste nicht, dass Goldfische Zähne haben. Ich wusste nicht, dass man Goldfische zähmen kann. Könnte ich vielleicht ein bisschen was abhaben, bitte? Also
Also, ich weiß nicht, Angela. Mrs. Brinks hat gesagt, man darf erst etwas essen, wenn man seinen Bericht abgegeben hat. Und überhaupt... sind die viel zu klein zum Teilen? Puh, Junge, bin ich froh, dass das vorbei ist. Ich hab gar nicht gewusst, dass Tauben so viel Dreck machen. Wer weiß, mit wie vielen und vor allem mit welchen Krankheiten ich mich angesteckt haben könnte. Oh. Und jetzt haben alle außer mir schon was gegessen. Bloß ich darf nichts essen, bis mein Bericht fertig ist. Und er wird nicht fertig, bis das Wiesel 5 Sachen gemacht hat. Und das macht's nicht, weil es nämlich nicht aus seinem Loch rauskommt. Vielleicht ist das Wiesel ja nachtaktiv. Genau, oder vielleicht kommt es auch bloß raus, wenn es dunkel ist. Aber bis dahin bin ich längst verhungert. Es sei denn... Es ist ganz schön dunkel. Wisst ihr was? Ich glaube, es ist schon Nacht. Also, wenn ich ein Wiesel wäre, würde ich jetzt denken, hey, ich glaube, ich komme mal raus und spiele ein bisschen. Ich habe gesagt, es ist nachtaktiv, nicht bescheuert. Miau, miau. Oh, danke. Der Zoo freut sich sehr über deine Spende für seine neue Nagetierabteilung. Bitte komm raus, Mr. Wiesel, bitte. Bitte, bitte. Schreibst du immer noch an deinem Bericht, Angela Anaconda? Schade, dass du nicht 5-mal nichts schreiben und das dann abgeben kannst. Ich habe mich nicht auf das nächstbeste kalorienreiche, aber nährstoffarme Würstchen gestürzt, sondern bevorzuge teure importierte Nüsse. Mm. Was ist denn los, Angela? Hast du Hunger? Ups, das tut mir aber leid. Ich habe glatt vergessen, dass du erst deinen Bericht abgeben musst. Ich glaube, ich weiß ganz genau, wer hier die Ratte ist. Die Ratte heißt nämlich Nanette Manoir. Sieh nur, Nanette, dein kostbarer Löwe hat ganz schön schlechte Laune. Kann es sein, dass er den ganzen Tag noch nichts gegessen hat? Heute ist dein Glückstag, Ninikuh, weil ich einen Freiwilligen aus dem Publikum brauche. Keine Panik, Ninninuss. Ich glaube nicht, dass er dich frisst. Er muss mir nämlich bei meiner Schulaufgabe helfen, dir zuzugucken, wie du 5 Sachen machst. Kreischen, das ist schon mal das Erste. Ausgezeichnet. Hilf mir, oh Angela, deren Löwenbericht 1 Million Mal besser gewesen wäre als meiner, wenn sie einen geschrieben hätte. Hör ich dich heulen. Der Löwe will mich zum Mittag essen. Von einem Löwen gefressen werden. Das ist das Zweite. Und wieder ausgespuckt werden, das Dritte. Tja, fliegen. Das wäre Nummer 4. Und wieder runterfallen macht 5. Sehr gut gemacht, Ninni Wiesel. Und jetzt musst du dir ein schönes Loch zum Verkriechen suchen. Und weil ich jetzt meine Aufgabe erledigt habe, wird's Zeit für einen Imbiss. Und weil mir der Löwe so toll geholfen hat, freut er sich bestimmt, wenn er auch was abkriegt. Hey, Nüsse! Ja, genau, das ist es. Jetzt hab ich's. Das Wiesel ist wegen der Nüsse rausgekommen. Du solltest dich schämen, Angela Anaconda. Los, kommt mit. Eine gewisse Mrs. Brinks würde bestimmt gerne wissen, dass Angela isst, bevor ihr Bericht fertig ist. Was machst du denn da, Angela? Ja! Nuss nehmen, mit dem Schwanz wedeln, Nuss essen, Mund abwischen. Hey, Moment, das waren erst 4 Sachen. Hä? Geschafft! Angela, was muss ich da hören? Du isst, bevor dein Bericht fertiggestellt ist. Aber ich habe meinen Bericht fertiggestellt, Mrs. Brinks. Und zwar jetzt und hier. Nun, Angela, ich bin überaus erstaunt. Und mit noch weit größerem Erstaunen muss ich dir sogar eine 1 geben. Dankeschön, Mrs. Brinks. Der Gerechtigkeit halber, Mrs. Brinks, möchte ich aber hinzufügen, dass es meine teuren importierten Nüsse waren, die das Wiesel aus seinem Chateau de Terre gelockt haben. Das ist französisch und heißt Loch. Was? Deine Nüsse? Das tut mir aber leid.
Zeit, Nanette. Wieso hast du das nicht eher gesagt? Nanette Manoir bekommt eine zusätzliche 1+. Aufgrund ihres aufopferungsvollen Beitrags zur Wieselsicht. Eine 1+? Das ist aber nett, Mrs. Brinks. Die Crème de la Crème steigt eben stets zur Spitze auf. Wem gehören denn diese teuren Importnüsse, die im Wieselkäfig rumliegen? Ach, die gehören mir. Schon gut gern geschehen. Stimmt das, Frau Lehrerin? Das stimmt in der Tat. Meine Nanette ist eben sehr einfallsreich. Sie können sie gerne belohnen. Ich habe nichts dagegen. Vielen Dank, Mrs. Brinks. Das werde ich gerne tun. Kannst du eigentlich nicht lesen? Hier steht groß und deutlich, Füttern der Tiere verboten. Was? Ja, aber ich... Da du ja offensichtlich so gerne Tiere fütterst, hätte ich da eine sehr schöne Aufgabe für dich. Guck dir das an. Die Crème de la Crème ist vollgesaut mit Schlamm de la Schwein. Schulausflüge machen einfach super viel Spaß, weil man nämlich super spaßige Sachen machen kann. Angela Anaconda, nimm auf der Stelle diesen Helm ab! Es sei denn, man hat Mrs. Brinks als Aufsichtsperson. Und nun wollen wir weitergehen. Und zwar in den Saal mit den Artefakten aus dem alten Ägypten. Heißt das Zeug Artefakte, wenn's richtig alt ist? Wenn ich einen Haufen alten Schrott sehen will, gehe ich bei uns auf den Dachboden, weil da nämlich genug alter Schrott rumliegt. Diese Darstellungen stammen aus der Zeit der Herrschaft des gutaussehenden ägyptischen Königs Tutanchamun, der vor fast 3500 Jahren gelebt hat. Wow! Hey, ich habe endlich Level 12 geschafft. Die Mumie von Tutanchamun wurde erst 1926 von Archäologen entdeckt. Wow, eine Mumie! Und der Legende zufolge werden alle, die diese Mumie berühren, Opfer eines mysteriösen Fluchs. Ist ein Fluch so was Ähnliches, wie wenn man Windpocken bekommt? Muss man nicht mehr in die Schule, wenn man verflucht ist? Gibt's hier so was Ähnliches wie eine Cafeteria? Das finde ich wichtiger. Ich glaube nämlich nicht an diesen ganzen Quatsch. Das haben sich ein paar altägyptische Eltern ausgedacht, damit ihre altägyptischen Kinder nicht in der guten Stube rumtoben. Für eine verfluchte Mumie hat ihr aber ganz schön viel Gold gehortet. Gold? Excusez-moi? Entschuldigung, aus dem Weg. Zufällig bin ich Expertin für Goldschmuck. Angela Anaconda, hast du den Verstand verloren? Du lässt jetzt sofort diese Mumie in Ruhe. Aber Mrs. Brinks, ich kann nichts dafür, weil... Keine billigen Ausreden, junge Dame. Auweia, Angela, du hast die Mumie berührt. Heißt das, du bist jetzt verflucht? Also, ich glaube nicht, Johnny Abati. Ich habe ein bisschen Hunger. Aber einen Fluch habe ich, glaube ich, nicht. Oh Mann, so ein Mist. Ausgerechnet mein Lieblings-T-Shirt, das ich am liebsten mag. Das ist der Fluch. Angela Anaconda hat den Fluch der Mumie. Bleibt bloß von ihr weg. Das ist sicher besser für euch. Jetzt macht nicht so einen Aufriss. Das war nur ein Zufall. Seht ihr? Liebe Klassenkameraden, ich weise euch noch einmal darauf hin, dass Angela Anaconda von der Mumie verflucht worden ist. Ich rate euch dringend davon ab, irgendwo in ihrer Nähe zu sitzen. Nur zu deiner Information, Nanette Manoir. Ich bin nicht von irgendeiner Mumie verflucht. Ich bin vollkommen und völlig unverflucht. Ich habe nur ein kleines Frisurproblem. Ist denn das zu fassen? Und alles bloß wegen Nanette Ninki-Stinki. Jetzt glaubt die ganze Schule, dass ich so einen blöden Mumienfluch hab. Aber wir sind doch immer noch deine Freunde. Und da muss schon mehr kommen als der Fluch von Tut, was weiß ich, wie der heißt, um uns zu verscheuchen. Also, ich will damit nicht sagen, dass du ihn hast oder so. Hast du ja auch nicht. Aua. Danke, Freunde. Vielleicht könnt ihr mir helfen, es den anderen zu beweisen. Na klar, Angela. Wir helfen dir gern. Kein Problem. Jetzt brauchen wir bloß noch einen Plan. Also irgendwas kommt mir doch immer. Das hat nichts mit einem Fluch zu tun. Das kann doch jedem mal passieren. Und das kann auch jedem mal passieren. Also, hat jetzt jemand von euch eine Idee? Hört mal alle her! Um zu beweisen, dass mein Kumpel Angela nicht von so einer Mumie verflucht worden ist, habe ich sie mein Schulprojekt den ganzen Weg in die Schule tragen lassen. Und wie ihr gleich alle sehen könnt,
ist mein Schieferturm vor Pizza völlig unversehrt. Oh, oh, oh nein, mein schöner Turm, er ist ruiniert. Tut mir leid, Johnny, aber... So. Sieht so aus, als ob der Fluch der Mumie wieder zugeschlagen hat. Sie ist wirklich verflucht. Nein, Johnny, warte doch. Da ich überzeugt bin, dass meine Freundin Angela Anaconda nicht von der Mumie verflucht worden ist, wage ich nun eine Übung, an die ich sonst nicht mal im Traum denken würde. Und sie wird mir Hilfestellung geben. Ja? Yes! Arme Angela, es ist sicher schrecklich, verflucht zu sein. Ich bin wahrscheinlich die Einzige, die immer noch fest daran glaubt, dass Angela Anaconda nicht von einer Mumie verflucht ist. Und um das zu beweisen, habe ich sie gebeten, mir meinen täglichen Muffin frisch aus dem Ofen zu... Meine Güte! Hier, bitte, Gina Lash. Ich hoffe, du magst dein Muffin extra knusprig. Ich weiß nicht, was da los ist. Mein Ofen ist kaputt gegangen. Das ist mir in 30 Jahren noch nicht passiert. Das bedeutet 2 Tage lang keine frischen Backwaren mehr. 2 Tage lang? Gina Lash, wach auf, wach auf, wach auf! Tja, das ist tragisch. Sieht so aus, als ob der Fluch immer noch wirkt. Jetzt glaubt sogar Gina Lash, dass ich von dieser blöden Mumie verflucht bin. Alles dreht sich bloß noch um diese blöde, verfluchte Mumie. Was ist los? Mom und Dad, was haltet ihr eigentlich von Flüchen? Na ja, mein Engelchen, du weißt, dass wir es nicht mögen, wenn geflucht wird. Nein, ich meine Flüche, wie wenn man von dem Fluch der Mumie getroffen wird oder so. Ich glaube, das ist mir passiert. Ach nein, du bist nicht verflucht, Angela. Du hast vielleicht ein bisschen Pech in letzter Zeit, aber du bist sicher nicht verflucht. Mach dir keine Sorgen, das geht vorbei. Vielen Dank, Mom. Mir geht's auch schon viel besser. Puh. Naja, vielleicht ein bisschen besser. Ist doch egal, wenn alle glauben, dass ich verflucht bin, solange ich's nicht glaube, oder? Und ich glaub's nicht. Also gut, Kinder, ihr teilt euch jetzt für unser Wissenschaftsprojekt auf. Jeder sucht sich einen Laborpartner. Hat jetzt jeder einen Partner? Ja! Mhm. Ich habe keinen Partner, Mrs. Brinks. Ah, Nanette, da du draußen warst, als wir Paare gebildet haben, wirst du die Partnerin von Angela. Ich? Zusammen mit Angela? Das ist très injuste. Das ist französisch und heißt, ich würde lieber tauschen. Ich und Niniku? Na, das wollen wir doch mal sehen. Also so allmählich glaube ich doch, dass es gar nicht mal so schlecht ist, von der Mumie verflucht zu sein. Vor allem, weil ich jetzt übernatürliche Kräfte habe, um mich an Nini, der Ratte, zu rächen. Los, geh zur Seite, damit die Expertin für gefälschten Goldschmuck besser sehen kann. Hör ich dich auf deine nervige Art nörgeln. Naja gut, wenn du unbedingt willst. Auweia, meine gefallene falsche Freundin. Du kommst wohl nicht mehr alleine hoch. Ich reich dir eine helfende Hand. Hoppla, tut mir leid, dass ich dich nicht aufgefangen habe, Niniku. Ja, das wird wohl wieder dieser blöde Fluch der Mumie gewesen sein. Angela, Angela, hilf mir! Ich habe mir einen Zehennagel gebrochen! Hör ich dich weinen. Aber das ist kein Problem, meine kleine Nin. Ich werde dich höchstpersönlich verbinden. Fertig! Jetzt bricht hier gar nichts mehr. Außer vielleicht der Spiegel da, wenn du dich selber drin siehst. Was sagst du da, Mumie Manoir? Man murmelt nicht, das sind schlechte Manieren, sogar für eine Mumie. Hier ist es bestimmt tierisch heiß unter den ganzen Binden. Wir schaffen dich besser aus der Sonne raus und irgendwo hin, wo es kühl ist, wie zum Beispiel in diese altertümliche ägyptische Pyramide. Wir sehen uns, wenn sie dich ausgraben, Nanette Mumie Noir. So in etwa 3500 Jahren.
Geh mir aus dem Weg, Angela! Aber Nanette, du hast Angela berührt. Jetzt hast du den Fluch. Mach dich doch nicht lächerlich, Gordon. Wie schon gesagt, ich glaube, mit Geraldine und Carlin als Partnern wäre unser Projekt wesentlich effektiver. Nun ja, da hast du wohl nicht unrecht, Nanette. Also gut, ihr bildet ein Dreierteam. Angela, du arbeitest allein. Hey, vielleicht ist der Fluch wirklich auf Nanette übergegangen. Was starrt ihr mich alle so an? Mein importiertes französisches Kleid. Wie konnte mir das nur passieren? Nanette hat ja wirklich den Fluch der Mumie. Hört auf mit dem blöden Gerede. Ich hab nicht den Fluch der Mumie. Ah! Nanette, Manoir! Du richtest hier Verwüstungen an. Das ist der Fluch. Das ist noch viel mehr der Fluch. Gut gefangen! Sieht so aus, als ob du nicht mehr verflucht bist, Angela Anaconda. Ich weiß ja nicht, ob diese Flüche wirklich echt sind, aber es ist echt schön, wenn man wieder davon befreit ist.